das, womit ich viel arbeite, sind eben Werkzeuge. Ich finde Bücher extrem faszinierend. Wir arbeiten eigentlich noch wie zu alten Zeiten. Ich bin Anni, ich bin 18 Jahre alt und ich mache die Ausbildung zur Buchbinderin in der Richard Wenig Buchbinderei GmbH und ich bin jetzt im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Sophie, ich bin 22 Jahre alt, ich bin Handwerksbuchbinderin und ich bin im Moment im dritten Lehrjahr. Die größte Aufgabe des Ausbilders ist erstmal die eigene Liebe zum Beruf weiterzugeben und dass man einfach Freude an seinem Beruf hat. Das ist ja das Wichtigste. Ja, hallo, ich bin Ygritte Wenig. Ich bin Buchbindermeisterin und bin in dieser Firma mein Leben lang, weil das ein Familienbetrieb ist. Als Buchbinder macht man eigentlich sehr viel, weil der Beruf extrem vielseitig ist. Also man macht vor allem Bücher, Klebebinden, Fadenheften, Einzelstücke, aber man macht auch Kästen oder Kleinauflagen, Schuber, Kassetten. Reparatur ist natürlich ein großes Thema, auch von Einzelstücken, weil die will man nicht unbedingt einfach nur neu kaufen, weil da ganz viel Wert dran hängt. Und dann lässt man sie eher reparieren, um einfach auch den persönlichen Wert zu erhalten. Und ich finde, dieser Beruf ist unglaublich vielseitig, weil man, auch wenn man eine Woche lang an dem gleichen Buch arbeitet, jeden Tag was anderes macht. Weil man immer mit Problemlösung auch beschäftigt ist und man hat was vor sich und muss dann schauen, das sind meine Anforderungen und wie kann ich das umsetzen. Magnetbücher haben wir jetzt letztens gemacht. Das ist total interessant, weil es sind Wendebücher. Ich habe quasi einen Umschlag, den ich an mein Buch mit Magneten befestigen kann. Ich habe jetzt meine ersten eigenen Bücher gefertigt und ich habe dafür letzte Woche die Buchtitel auf die Buchdecken geprägt. Also seit meinem Ausbildungsende hat sich tatsächlich von den Maschinen her einiges geändert. Von der handwerklichen Fertigung hat sich seit dem Mittelalter wirklich nicht allzu viel geändert. Wir haben genau die gleichen Methoden für die Fadenheftung oder für die Herstellung der Mappen. Klebstoff hat sich verändert, da ist jetzt natürlich viel Chemie dazugekommen. Früher wurde mit Knochenleim gearbeitet. Dadurch, dass die Industrie eben bei uns direkt nebenan ist und ich da ab und zu arbeite und mit aushelfe, finde ich das super interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Bücher gefertigt werden und hergestellt werden. Cool, dass man hat diesen ganzen Zusammenhang von der Industrie und der Handwerksbuchbinderei. Wie stelle ich quasi ein Einzelstück her? Wie wird aber auch eine große Auflage hergestellt? Ich arbeite mit Sachen, die ich aus der Industrie bekomme und mache trotzdem total persönliche Dinge daraus. Inzwischen hat sich das Blatt für das Handwerk wirklich glücklicherweise geändert. Ich habe auch gute Chancen, hier später übernommen zu werden nach meiner Ausbildung. Also ich denke mal, Arbeit werde ich immer finden. Wir werden wieder richtig gebraucht. Die Leute kommen zurück zu alten Dingen. Die Perspektive ist tatsächlich, dass auch noch Arbeit dazukommt. Und dass ich auch vielleicht irgendwann meine eigene Werkstatt habe.